Hi Kies und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Misha. Ich freue mich, dass du heute mit am Start bist, denn wir machen was sehr, sehr Cooles. Und zwar mache ich ein Full Face mit den besten Drogerieprodukten, meiner Meinung nach. Und zwar stelle ich euch mehrere Produkte je Kategorie vor und erzähle euch, wieso ich es eigentlich so gerne mag oder gerne benutze. Und dann werde ich eins aussuchen und mich damit schminken. Und am Ende habe ich ein Full Face, wo ihr sehen könnt, wie meine liebsten Produkte performen. Bevor wir anfangen, wollte ich sagen, falls du auf meinem Kanal sein solltest, würde ich mich freuen, wenn du mich kostenlos abonnieren würdest. Ich lade 2 Videos die Woche hoch. Ich würde mich mega drüber freuen und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Und natürlich starten wir mit Primer. Da habe ich 3 unterschiedliche Primer. Einmal von Essence, den Bloom Baby Bloom Healthy Glow Primer Oil. Das ist einfach so öliger Primer, offensichtlich, aber der macht so einen leichten Glow, irgendwie nicht so fettigen Glow, irgendwie so einen gesunden Glow. Irgendwie, ich weiß nicht, ich mag den übelst gerne. Vor allem, wenn ihr jetzt eine Foundation benutzt, die so ein bisschen trockener ist oder sich manchmal ein bisschen so komisch absetzt an irgendwelchen Stellen, finde ich, kann man den voll gut benutzen. Den mag ich echt, echt gerne. Das war eine LE von Essence vor 2-3 Monaten. Also falls ihr den holen wollt, bestimmt gibt es den auch online irgendwo zu kaufen, bei Cosmetic for Less oder bei Essence selber, da müsst ihr ein bisschen rumgucken. Aber meistens kann man die LEs von Essence noch nachkaufen. Ne? So, der zweite Primer ist von Makeup Revolution, das ist ein Pore Blur Primer. Das heißt, der setzt sich so leicht in die Poren und minimiert eure Poren sozusagen und dann liegt die Foundation einfach ein bisschen schön auf eurer Haut. Und von Rival de Loop Young, beziehungsweise den kann man jetzt auch bei Rival aus Me kaufen, ne, gibt es den Primer Dewy and Fresh. Den mag ich ganz gern, weil er von allem so ein bisschen was ist. Also jetzt nicht Poren minimieren oder so, aber er ist so leicht klebend auf der Haut. Er fühlt sich fresh an, er gibt dir so einen leichten Glow auf der Haut. Also von allem so ein bisschen was. Und das mag ich auch ganz gerne, wenn ich nicht weiß, will ich jetzt unbedingt einen Sticky Primer benutzen oder eher so einen extrem glowy, dann nehme ich einfach den, weil er einfach so eine Mischung ist. Ich benutze heute den Pore Blur Primer, also wenn ihr jetzt denkt, ist es jetzt mein liebster Primer von den drei oder bei den anderen Kategorien oder so, nee, ich benutze einfach die Produkte, auf die ich einfach Lust habe. Und heute habe ich einfach auf den Lust und ja. Also an sich kann man den Primer einfach nur hier, wo die Poren sind, auftragen. Aber ich trage immer Primer gerne überall ein bisschen auf. Deswegen trage ich ihn auch auf der Stirn und hier auch am Kinn auf. Und eigentlich habe ich nicht so krasse Poren. Also es ist jetzt nicht so schlimm, aber irgendwie mag ich den gerne. Also ich weiß nicht, wenn ihr wirklich krasse Poren habt, also viel Struktur auf der Haut ist, ob er auch so gut ist. Weil dann würde ich vielleicht eher Richtung High-End dann greifen. Als jetzt wirklich Drogerie dann in dem Fall. Also ich habe jetzt nicht super viel Struktur und eher kleine Poren. Und deswegen könnte auch sein, dass es deswegen so gut für mich funktioniert, weil er nicht viel abdecken muss. Wisst ihr, was ich meine? Bei Foundation habe ich auch 3 Stück, die mir sehr gut gefallen. Einmal habe ich von NYX die Born to Glow Foundation, das ist die Naturally Radiant Foundation. Heute kann ich nicht lesen und sprechen, ich sag's euch schon mal. Genau, die Foundation mag ich ganz gerne von NYX. Die lässt so ein bisschen noch Haut durchscheinen, also Sommersprossen oder so. Ich finde, die deckt ganz schön auch Rötungen ab und so, aber natürlich so soft. Genau, an sich ist es eine ganz gute Foundation, aber bei der Foundation ist es so, man muss ein bisschen aufpassen, welchen Primer man bei der Foundation kombiniert, weil zum Beispiel die beiden, die harmonieren gar nicht zusammen. Ich weiß aber nicht, wieso. Also immer mal wieder total unterschiedlich. Manchmal funktioniert der voll gut mit Primer, manchmal auch gar nicht. Also da muss man bei der ein bisschen aufpassen. Aber die mag ich auch echt gerne. Dann habe ich eine Foundation von BH Cosmetics. Die habe ich mal gehabt und ein bisschen benutzt. Dann voll lang nicht mehr benutzt. Dann habe ich die wieder benutzt. Dann fand ich die voll gut, weil die ist mehr Coverage. Also die ist mehr deckend da, was man in der Drogerie schon sieht, aber nicht wirklich sieht. Weil immer bei so deckenden Foundation setzen sie sich sehr schnell ab, habe ich das Gefühl, in der Drogerie. Und bei der ist es einfach nicht der Fall. Also ich finde, das ist die beste, deckendste Foundation in der Drogerie für mich. Und noch zum Schluss die L'Oreal Perfect Match Foundation. Die finde ich am einfachsten mit da zu arbeiten. Die ist keine Zicke, die setzt sich nicht irgendwo ab. Man merkt schon, dass sie eine Drogerie-Foundation ist. Das merke ich zum Beispiel, wenn ich meine Nase sauber mache oder so, dass da nach dem zweiten, dritten Mal das hier schon langsam so abgeht. Aber dafür
Respekt. Also die ist echt, echt gut in der Drogerie. Also wenn ich jetzt eine aussuchen müsste, würde ich schon eher auf die schwören aus der Drogerie. Deswegen würde ich die auch heute einfach benutzen. Und was man auch allgemein zu Foundation sagen kann, die ist auch nicht so high coverage. Also die ist auch sehr natürlich. Lässt auch Sommersprossen und so durch. Also ich mag die echt gern, vor allem für den Alltag. Die fühlt sich auch nicht schwer an oder so. Also wirklich mega, mega angenehm. So, Foundation ist einmal drauf und ich glaube, ihr könnt es ganz gut sehen. Also man sieht halt so Rötungen, so Pickelchen und so schon durch. Aber es perfektioniert einfach einen Ticken. Die Haut ist, finde ich, sehr schön. An sich habe ich fast nie Pickel. Ich hatte über meine ganze Teenager-Zeit, 13, 14, 15, 16, nie Pickel. Wenn, dann hatte ich so zwei Pickel eine Woche und dann war es das. Jetzt habe ich irgendwie voll viele bekommen. I don't know. Auf jeden Fall finde ich, sieht die Haut sehr, sehr schön perfektioniert aus. Es ist nicht zu viel. Es ist eine angenehme Deckkraft. Es sieht nicht maskenhaft aus oder so. Deswegen mag ich die auch so gerne. Und weiter geht's mit Concealer. Natürlich auch wieder drei Stück, die ich gut finde. Ich glaube, das ist hier die magische Zahl oder so. Einmal natürlich auch den L'Oreal Perfect Match Concealer, True Match, I don't know, irgendwie hat es 30 Namen. Auf jeden Fall, den mag ich sehr gerne, das ist aber auch sehr, sehr, sehr soft. Also wenn ihr krasse Augenringe habt, eher nichts für euch. Ich habe zum Beispiel jetzt keine Probleme mit meinen Augenringen oder sonst irgendwas. Deswegen benutze ich ihn auch ganz gerne. Dann von Makeup Revolution den Concealer in Define Infinite Concealer. Den mag ich sehr gerne. Auch vom Packaging her mag ich ihn echt, echt gerne. Der ist zum Beispiel viel, viel deckender. Ein bisschen cremiger und so. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert von denen. Also ich habe noch andere Concealer in Define Concealer von Makeup Revolution. Und den finde ich echt, echt gut. Und von NYX, von der Born to Glow-Reihe, habe ich auch den Concealer. Den mag ich auch sehr gern, weil er einfach eine perfekte Mitte ist. Er ist nicht leicht deckend, ist auch nicht stark deckend. Er ist wirklich so in der Mitte, was ich sage, wenn ich jetzt mal müde bin, den würde ich eher benutzen, ne? Und den benutzen wir jetzt auch. Den habe ich in der Farbe 1,5 Fair. Das ist die perfekte Farbe für mich. Der kommt so und das stört mich so ein bisschen, weil das... auch wenn ihr den zumacht und aus Versehen dann drückt oder in der Tasche dann habt, dann kommt trotzdem da vorne Produkt raus, was ich so ein bisschen schwierig finde. Aber an sich mag ich ihn echt gern. So, neuerdings, ich weiß gar nicht, das mache ich seit ein paar Wochen oder so, dass ich mir hier Concealer immer an die Nase gebe. Da finde ich, sieht die Nase über den Tag einfach ein bisschen schöner aus und ich gebe mir auch manchmal nicht immer auch hier am Kinn was. Und dann blende ich natürlich das Ganze einmal mit dem Beauty Blender ein. Machen wir weiter mit Setting Powder, Abpudern. Die Drogerie, ich muss sagen, ich habe jetzt ein paar Puder vor ein paar Monaten gekauft und ich bin ziemlich enttäuscht von denen. Ich finde, die erfüllen ihren Job nicht. Die haben einen Job und den erfüllen die nicht zum Setten. Und ich finde es so ein bisschen schwierig. Früher dachte ich, Puder ist halt Puder. Dann habe ich ein etwas teures Puder gekauft und jetzt weiß ich, so ist es nicht. Und deswegen habe ich fast gar keine Auswahl an Pudern in der Drogerie. Was ich aber ganz gern aktuell benutze, ist von der Batik-Palette. Ja, haltet euch fest. Eigentlich bin ich sehr enttäuscht von der Marke, aber ich habe die Palette jetzt demnächst irgendwie wieder für mich gefunden und jetzt benutze ich die voll gerne. Und das ist die Face-Palette von Batik. Und die schaut einmal so aus. Das Puder würde ich niemals benutzen. Ihr könnt sehen, wie gelb das für mich ist und auch viel zu dunkel. Und eine Zeit lang habe ich das zum Abpudern benutzt. Jetzt benutze ich nur noch das weiße hier zum Abpudern. Und ich muss sagen, das funktioniert echt gut. Ich bin echt begeistert davon. Und ja, deswegen würde ich einfach mit dem Ton mein Gesicht einmal setten. Und was man auch mit dem fixen Puder machen kann, übrigens kann man auch einfach so rein und auch so ein bisschen baken. Das mag ich auch echt gerne. Also der Ton ist echt, echt geil von Batik, muss ich ehrlich sagen. So, und dann setze ich das Ganze. Boah, heute schwitze ich, Junge, Vater. Ich bin nicht gemacht für so schwüles Wetter und Deutschland ist Schwülheit in Person. Das nervt mich so ein bisschen. Wenn die Sonne drauf strahlt, alles gut, aber dass es so schwül ist, das macht mich so ein bisschen fertig. Fühle mich wie in so einem Regenwald oder so. Ohne Witz. So, weiter würde ich einmal mit den Augenbrauen machen. Und bei Augenbrauen war es so ein bisschen, ja, ich finde viele Produkte ganz okay, ganz gut, aber nicht so viele, die ich wirklich gerne benutze. Und da sind mir jetzt, oder eine Kombi eingefallen, die ich sehr gerne mag oder öfters benutze.
mit Drogerieprodukten, ne? Und zwar benutze ich einmal von Makeup Revolution den Brow Pencil in der Farbe Medium Brown. Und von BH Cosmetics gibt es so ein Eyebrow Duo Powder Set. Das ist in der Farbe einmal Ebony. Und ich mache eigentlich meistens so, dass ich einmal durchkämme und dann einfach die äußersten Linien durchfahre und so ein bisschen nur auffülle. Und den Rest fülle ich dann einfach mit dem Puder dann aus. Weil ich habe diese Technik, diese Taktik bei Kylie Jenner mal gesehen. Und ich habe ein Video gemacht, wo ich ihre Make-up-Routine nachschminke. Und ich war echt begeistert. Und seitdem mache ich das immer mal wieder. Natürlich, meine Anastasia Dipbrow Pomade ist und bleibt auf Platz 1. Und ja, so viel auf jeden Fall dazu. Ich glaube, ihr wisst auch, dass ich nicht so das Stiftmensch bin. Deswegen will ich auch das nicht komplett aussehen, weil ich habe immer das Gefühl, dass es hier vorne viel zu stark wird. Und ja, jetzt gehe ich einfach mit dem Puder einmal drüber. Da gibt es zwei Farben drin. Bei mir, ich gehe einfach so nach Lust und Laune rein. So, Augenbrauen sind jetzt fertig. Es sieht ein bisschen kräftiger aus, aber wenn ich so in den Spiegel gucke, finde ich es eigentlich ganz schön auf jeden Fall. In der Kamera sieht es sehr, sehr krass aus. Auf jeden Fall setze ich es auch ganz gerne. Da habe ich jetzt auch wieder drei so Brow Setter, Brow Mascaren und so. Die ich am häufigsten und öftersten benutze, ist die Essence Make Me Brow Mascara. Weil die einfach so soft ist. Also die fixiert nicht krass, sondern nur so ein bisschen. Also wie eine Mascara wirklich. Deswegen benutze ich die am meisten. Alfa Rival aus mir die Brow Mascara. Die mache ich auch ganz gerne. Die settet, habe ich das Gefühl, ein bisschen stärker und hat ein bisschen mehr Pigment. Ich mag das Bürstchen sehr gerne von der. Und dann habe ich noch von Makeup Revolution so ein durchsichtiges. Das settet schon recht gut. Man sieht es natürlich nicht so, weil es durchsichtig ist. Aber an sich erfüllt seinen Job sehr, sehr gut. Und heute würde ich einfach die von Rival aus Me benutzen. Und so sieht das Bürstchen aus. Ich weiß nicht, ich mag das so gerne. Und ich fange immer in der Mitte an, also nie hier von vorne, weil wenn da so viel Produkt ist und dann sieht es irgendwie übelst krass aus oder so. Deswegen fange ich immer so mittig hinten an und dann gehe ich erst nach vorne. So, bei Paletten habe ich ein bisschen mehr. Ich gehe einfach ganz schnell mit euch durch. Einmal die Beauty Booster Palette von Rival de Loop. Eine der besten und billigsten Paletten. Ich hoffe, die kommt ins Standardsortiment. Irgendwie ist sie immer noch nicht da. Rival, was geht da ab? Bringt sie bitte ins Standardsortiment. Deswegen benutze ich sie auch heute nicht. Dann von Essence auch eine LE, die Magical Mystical Me Palette. Die ist wirklich unglaublich gut. Super buttrige Farben. Das ist ein Dupe zu Anastasia Beverly Hills Novena Palette. Und die würde ich niemals aussortieren. Das ist meine liebste Essence Palette. Dann habe ich hier einmal von BH Cosmetics die Zodiac Sagittarius Palette. Also die Schützenpalette. Mein Sternzeichen ist Schütze. Und die Palette ist so ein bisschen lila gehalten. Man kann aber auch was hier pinkiger schminken. Und ich mag die Farbkombi irgendwie unglaublich gerne. Die spricht mich mega an. Dann von Makeup Revolution habe ich einmal die, wie heißt der mal, Forever Flawless Decadent Palette. Wirklich, ich bin wirklich so begeistert von den Lidschatten. Die sind unglaublich schön. Sehr qualitativ. Ich war echt überrascht, dass Revolution so ein qualitatives Produkt hat, weil davor habe ich immer die 5 Euro Lidschatten von denen benutzt, also die Paletten. Und die waren immer so. Ja. Dann habe ich hier von NYX die Away We Glow Palette. Das ist die erste Palette, die mich überzeugt hat über die NYX Lidschatten. Davor war ich so, ach, die NYX Lidschatten. So, und dann, ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Das ist einmal der Nude Edition. Die Farbe hier, das seht ihr hier nicht, die ist kaputt gegangen. Also ich habe die Palette fallen lassen, dann ist der rausgesprungen. Ich habe die Palette seitdem nicht benutzt, habe sie in meinem Schränkchen liegen lassen. Ich nehme die Palette, könnt ihr sehen, hier ist einfach der Lidschatten in der Mitte rausgebrochen, komplett, und fliegt da herum. Also Essence ein bisschen, ich weiß nicht, ist das ein Qualitätsmängel oder ich verstehe nicht. Weil das ist ja nur der pure Lidschatten. Das ist ja, da hat kein Fältchen oder so drum. Also echt schade. Also das hätte man ein bisschen qualitativer, glaube ich, noch machen können. Ich weiß nicht. Also ich bin ja jetzt nicht so in
ich arbeite nicht in einer Firma, wo ich sage, kann passieren oder ist ein Qualitätsfehler irgendwie, aber schon ein bisschen komisch. Also ich finde es ein bisschen komisch. Leute, da ist einfach so ein Klebestreifen, so ein Klebepunkt. Und das haben die versucht damit zu fixieren. Oh, Essence. Daran müssen wir noch arbeiten. Da habe ich noch eine Lidschattenpalette von Essence. Und die ist zum Beispiel so ein bisschen mehr städtlicher. Ich finde die Farbauswahl sehr interessant und sehr cool. Wir haben hier auch Grüntöne, was ich echt geil finde. Und jetzt brauche ich einen Moment, um herauszufinden, welche ich heute benutzen will. So, ich glaube, ich würde heute einfach die Hallo Berlin Palette von Essence benutzen. Und ich würde eher in den Orangeton und den Tönen eher rumspielen, als jetzt mit den Grüntönen. Weil ich habe schon mal einen Look gemacht mit den Grüntönen und so ein Standard, beziehungsweise mit diesem Orangeton habe ich noch nie so einen Look gemacht. Ich fange an mit einem Blendepinsel und gehe in den matten Ton hier. Und den trage ich natürlich einmal hier auf in der Lidfalte und blende es einmal bis nach oben aus. Nehme ich einen etwas kleineren Blendepinsel, dann gehe ich in das Orange rein. Und das trage ich einmal hier hinten auf. Und auch unter meinem unteren Wimpernkranz. So, ich würde jetzt einfach eine Cut Crease ziehen. Da benutze ich von Catrice den HD Liquid Coverage Precision Concealer. Da muss ich mich immer konzentrieren, wenn ich das lese. In der Farbe 020 Beige. Mit dem mag ich super gerne eine Cut Crease zu ziehen. Ich weiß, ich finde es voll easy, weil man so einen Eyeliner-Applikator schon so mit drin hat. So, und Concealer ist einmal drauf und dann verblende ich das hier hinten einfach mit dem Finger, dass der Übergang einfach ein bisschen schöner aussieht. Und dann nehme ich den Pinsel von vorhin, nehme aber kein Produkt auf und dann versuche ich auch wieder so ein bisschen das nur zu verblenden da hinten. Einfach nur, damit der Übergang noch ein bisschen schöner ist. Ich einfach einen ganz normalen Lidschattenpinsel und gehe in das Gold hier einfach rein. Und das trage ich einmal auf der Cut Crease auf. So, machen wir weiter mit Eyeliner. Da habe ich auch wieder ein bisschen was. Und zwar muss ich sagen, die besten Eyeliner, die ich kenne, macht auf jeden Fall nichts für mich. Mein absoluter Lieblings-Eyeliner ist einmal der hier, der Matte NYX, also von NYX Matte Liquid Liner. Ja, heute wie gesagt, Sprechen und Lesen nicht so meine Stärke. Auf jeden Fall mag ich den unglaublich gerne. Super präzise, super deckend. Love it. Und von NYX gibt es das Ganze nochmal in einer Shiny-Variante, also dass er nicht komplett matt runtertrocknet, sondern einfach so leicht shiny einfach. Mache ich auch sehr, sehr gerne. Und jetzt habe ich von NYX auch die Epic Wear Liner probiert. Da habe ich die Farbe Gelb einmal gekauft. Wunderbar. Ich bin schockiert, weil ich hatte von NYX auch andere. Auf jeden Fall hatte ich diese Vivid Brights vor 2, 3 Jahren. Ich habe den irgendwo immer noch auf jeden Fall. Und diese Katastrophe, die bröckeln, die sind nicht deckend, schwierig, nee. Und jetzt haben diese Epic Wear Eyeliner rausgebracht und die sind wirklich extrem gut. Ich bin richtig begeistert von denen. Den werden wir auf jeden Fall heute auch benutzen in Gelb. Und dann habe ich noch von Essence diese Melted Chrome Eyeliner. Ich liebe die auch total. Leider hat, soweit ich weiß, Essence die rausgemacht. Ich verstehe nicht wieso. Das sind die besten. Die besten. Also, Essence bringt die wieder zurück. Und bitte mehr Farben, weil ich habe schon alle Farben. Geil, wenn noch so ein Grün, Blau, Türkis, vielleicht noch so ein krasses, so ein Goldmäßig und noch so ein Lila. Ihr könnt auf jeden Fall da mehr raushauen, statt das einzustellen. I don't know, ich verstehe das überhaupt nicht. Ich hoffe, ihr könnt sehen, wie schön der performt. Kommen wir jetzt noch ganz schnell zu Mascara. Ich muss sagen, meine liebste Mascara ist die hier. Die ist aus Polen aber. Und ja, ich zeige euch auf jeden Fall die aus der Drogerie, die ich ganz gern mag. Einmal die Never Seen Before Mascara von Rivalos Me. Ich mag die ganz gern. Die ist aber auch nicht wasserfest. Also so für Make-up-Looks mag ich die echt gern, weil man die leicht abbekommt. Aber für den Alltag würde ich mich vermutlich nicht auf sie verlassen, muss ich sagen. Dann von Essence die Volume Stylist ist 18 Stunden Curl and Hold Mascara. Die ist leider auch nicht wasserfest, aber das ist meine liebste Mascara von Essence. Also diese ganzen Princess Mascara, die fühle ich nicht so, muss ich sagen. Die finde ich viel besser.
Da von Kiko einmal die Extra Scott Volume Mascara. Mag ich auch ganz gerne. Benutze ich nicht so oft, weil die einfach so einen komischen Geruch hat. Und dann einmal eine wasserfeste Variante. Die benutze ich immer, wenn ich aus dem Haus gehe und mich schminke. Und das ist die Maybelline Lash Sensational in Wasserfest. Mag ich sehr, sehr gerne. Und heute würde ich einfach die von Essence mal wieder benutzen. Und natürlich mit Wimpernzange. Ohne Wimpernzange geht hier gar nichts. Und alle Produkte, die ich im Video benutze, verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox. So sehen einmal meine Wimpern aus. Also die macht die so ein bisschen mehr Volume. Ich glaube, das ist auch der Sinn von der. Ne, Curl and Hold. Okay. Also Hold nicht so krass. Meine Wimpern sind auch gerade des Todes. Das kann ich auch der Mascara nicht vorwerfen. Aber ja, ich mag einfach ganz gerne, dass die so ein bisschen Volumen macht und auch so ein bisschen die verlängert. Also so ein schöner Mix einfach. Ich wollte gerade das andere Auge machen und habe erst dann gecheckt, dass ich das noch komplett schminken muss. Also wie gesagt, heute lässt mein Gehirn ganz herzlich grüßen, würde ich an der Stelle mal sagen. So, mit der Seite wären wir jetzt einmal fertig. Ich würde sagen, ich mache das Ganze ganz schnell noch auf der anderen Seite, klebe mir Fake Lashes an und dann machen wir weiter mit der Base. So, Augen-Make-up ist einmal fertig. Ich muss sagen, die Lashes kotzen mich unglaublich an. Irgendwie, die sind so durchsichtig vom Band, aber nicht so ganz leicht, sondern sehr krass. Und hier denkt man, habe ich das viel zu hoch geklebt, deswegen regen mich gerade diese Lashes unglaublich auf. Und die haben übelst viel Geld gekostet. Ich glaube, die kosten 20 Euro oder so. Von Melody Lashes in Style Juliet, die würde ich euch definitiv nicht empfehlen. Also ich finde die super anstrengend. Es sieht nicht schön aus. Hier habe ich es sehr gut hingeklebt und hier auch. Und hier sieht es besser aus als hier. Und ich habe nichts anderes gemacht. Also die würde ich euch nicht empfehlen. Also da bin ich echt enttäuscht. Und dann kosten die noch so viel. Die Lashes, die ich von Melody Lashes hole, XOXO, die kosten 12,99 oder 11,99. Und die sind so, so gut. Und dann kaufe ich teurere und die sind so schlecht. Egal, die sind jetzt auf jeden Fall drauf. Machen wir weiter mit Bronzer, Contour, ihr wisst Bescheid. Da habe ich drei Produkte. Und zwar von NYX die 3 Step to Sculpt Mini-Palette, Face-Palette. Da ist ein Contour-Puder drin, ein Highlighter und ein normales Puder. Mag ich nicht so, so gern, aber das Contour-Puder ist wirklich richtig, richtig gut. Also das Puder ist ein Drogerie-Puder, erfüllt nicht wirklich seinen Job. Der Highlighter ist so ein bisschen grobmäßig, irgendwie gefällt mir nicht auch nicht zu 100%, aber das Puder, geil. Mag ich sehr gerne von Love und Hatice Schmidt das Bronzing Puder, sehr, sehr angenehm. Von Maybelline den City Bronzer. Ja, ich würde heute einfach den von NYX benutzen. Ne? Und auch übrigens die BT Palette, da mag ich das Light Puder auch ganz gern. Das ist aber ein Ticken rötlicher. Was ich nicht so schlimm finde, manchmal habe ich Bock drauf, dann finde ich es irgendwie ganz schön. Aber heute benutze ich einfach das Puder. Ich mag das... Oh Gott. Wie gesagt, Gehirn lässt freundlich aus dem Urlaub grüßen. Auf jeden Fall, ich mag das Puder ganz gern, weil wenn ich so, also straight in den Spiegel gucke, dann habe ich, oder ich sehe hier einfach einen Kontur. Ton, ein Schatten, was kühleres und drumherum einfach ein etwas wärmeren Ton und das finde ich sieht so schön aus, weil du hast irgendwie Bronzer und Contour in einem drin. Also die Palette finde ich schon echt geil. Ich weiß gar nicht, ich muss den Highlighter einfach ein bisschen mal austesten, weil irgendwie beim ersten Mal hat er mir nicht zugesagt und seitdem benutze ich ihn aber auch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall liebe ich diesen Konturton da drin. Bronzer ist einmal oder Konturton, wie man es nennen will, ist drauf. Kommen wir jetzt zu Blush. Da habe ich auch ein paar Blushes. Und zwar habe ich von Catrice zwei Blushes, und zwar von der Blushbox. Einmal 025 Peach und 020 Glistening Pink. Genau, die sind an sich super, super soft. Davon Rival de Loup auch ein Rouge Powder in der Farbe 01 Peach. Auch sehr schön soft. Und dann von BH Cosmetics diese Blush Palette. Das ist die Vanilla Cream Truffle Palette. Super, super schön. Super, super cute. Ich liebe die. Genau, hier haben wir auch so Pink-Peach-Töne. Das ist
Ich glaube, ihr könnt sehen, so meins. Genau, die sind zum Beispiel einen Ticken krasser pigmentiert. Also man kann sich die Pigmentation so ein bisschen aussuchen, sage ich mal so. Wenn ihr einmal reingeht, dann ist es so ein bisschen softer. Wenn ihr aber fünfmal reingeht, also fünfmal mit dem Pinsel so und dann drüber geht, ist es stärker pigmentiert. Ich würde heute einfach in den Blush gehen. 025 Nude Peach von Catrice. Das muss ich sagen, ist die schönste Blushfarbe von allen. Also irgendwie spricht die mich am meisten an von allen Blushfarben. So, Blush ist jetzt auch am Start. Kommen wir jetzt zum Highlighter. Ich muss sagen, der einzige Drogerie-Highlighter, der mir wirklich zusagt, ist von Essence der Highlighter. Und ich muss sagen, ich habe ihn so lange nicht mehr benutzt. Ich weiß gar nicht, also ich habe ihn in Erinnerung, dass es der beste Highlighter ist, aber ich habe ihn bestimmt locker über einen Monat nicht benutzt, muss ich euch ehrlich sagen. Aber er hat mir immer sehr gut gefallen. Ich fand, er hat sehr viele Ähnlichkeiten mit dem Becker-Highlighter, den ich habe. Aber wie gesagt, ich habe ihn so lange nicht mehr benutzt. Boom. Essence ist da. Aber ich muss sagen, der Highlighter ist wirklich Bombe. Sehr, sehr schön. Aber ich finde, er matcht sich mit dem Look, weil der Look ist ein bisschen wärmer. Und der Highlighter ist mehr so icy, habe ich das Gefühl. So ein bisschen weißig. Also ich finde, er würde so perfekt für mich im Winter sein. Weil da habe ich auch null Farbe. Hier jetzt habe ich so ein ganz bisschen Farbe durch die Sonne. Aber es ist ein sehr, sehr schöner Highlighter. So, dann kommen wir auch schon zu den letzten Produkten. Und zwar Lippenprodukte. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung mehr, wie die Lippenprodukte performen im Drogeriebereich. Ich laufe immer zu Anastasia oder zu High End oder Huda Beauty und so in letzter Zeit also wirklich fast gar nicht mehr zu Drogerie. Deswegen, ich kann jetzt nicht irgendwie die neuen Liquid Lipsticks von Essence euch zeigen, weil ich weiß nicht mehr, wie die wirklich performen. Die neueren, die ich jetzt gekauft habe und die ich benutze, mag ich sehr gerne. Deswegen habe ich jetzt nur die rausgekramt. Ich habe bestimmt mehr, aber ich muss jetzt wirklich die mal wieder benutzen und gucken, welche mir wirklich gefallen, weil jetzt wäre es so ein bisschen so im Dunkeln zu tappen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, deswegen zeige ich euch nichts, wo ich mir nicht sicher bin. Deswegen sind es jetzt nur die zwei. Ich glaube, die von Essence mochte ich auch, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist es einfach von Trended Up ein Pure Nude Gloss. Mag ich sehr gerne. Das ist ein Gloss mit Farbe und ein Soft Matte Lip Cream von NYX. Und ich würde heute die Soft Matte Lip Cream von NYX benutzen. Das ist einmal der Farbe Kairo. Ah, ich kann euch noch Lip Liner zeigen. Uno momento. Die Lip Liner, die ich ganz gern mag, ist einmal BH Cosmetics Lip Liner. Sehr, sehr schön. Also ich mag die echt gern vom Auftrag. Ich habe aber jetzt nur den einen. Der von Trade Up habe ich mehrere, noch in Rot und so. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Und zwar die Contour and Glide Lip Liner. Mag ich auch sehr, sehr gern. Und den liebsten, den ich aktuell habe, ist von L'Oreal, der Infallible Longwear Lip Liner. Den werde ich einfach auch benutzen. Das ist in der Farbe 208 Off-White. Der ist sehr, sehr soft. Also der hat nicht eine krasse Deckkraft. Das mag ich aktuell sehr gern. Ich mag auch sehr gern aktuell diese Foundation Lips. Das benutze ich auch die zwei Produkte, die ich relativ neu habe, am liebsten, weil die eher soft sind und eher natürlicher und ein bisschen glossy und so. Keine Ahnung, das mag ich so aktuell irgendwie übelst gerne. So, Kies, und wir sind einmal komplett durch mit den Produkten. Die matchen ja perfekt mit meinen Nägeln. Ja, ich bin im Großen und Ganzen zufrieden. So sieht das einmal aus mit meinen liebsten Drogerieprodukten. Ohne meine Lashes aber. Ansonsten bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Ja, und ihr könnt sehen, ich finde es mega schön. Base, super healthy. Es kommt Haut durch, es kommt Struktur durch, also Struktur, also meine Pickelchen halt. Was ich sehr, sehr schön finde, ich finde, man muss nicht komplett maskenhaft rumlaufen. Ich finde, jeder hat Pickelchen. Ich habe auch viele Muttermale im Gesicht. Ich finde es eigentlich gar nicht schlimm oder ich will das auch nicht großartig verstecken. Ja, bei mir ist aber auch nur phasenmäßig. Ich glaube, wenn man das ständig hat, dann ist das wieder was anderes. Aber ja, im Großen und Ganzen gefällt mir das so, wie es ist mit meinen liebsten Drogerieprodukten. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Falls ihr euch unsicher wart, ob ihr ein bestimmtes Produkt kaufen wollt oder nicht,
Ihr habt jetzt einmal drauf und ja, ihr könnt selber entscheiden, wie ihr das Ganze findet. Falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Look hält und von den Produkten, die ich benutzt habe. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, dass du unten gerne abonnieren kannst. Falls du auch kein Video verpassen möchtest, kannst du auch gerne die Glocke anmachen oder aktivieren, wie auch immer. Ich würde mich mega darüber freuen. Und ansonsten hoffe ich, hast noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Was auch immer. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Baby, I like